Thank you.
So. Ups. Ei. Ei. Bergmann. Hallo. Ich muss mal kurz mal ein bisschen alles leiser machen hier. Heute vermutlich wieder ohne Facecam. Es sei denn, die Schreie wären gleich so laut nach meinem Antlitz. Aber ich sitze ja auch ehrlich gesagt gerade halbnackt, deswegen. Und wir wollen ja nicht sofort wieder gebannt werden. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr habt einen schönen Start ins Wochenende. Wer spricht da? Hier spricht Jack Black. Dafür gibt es jetzt die Fußcam, genau. Ja, die dauert auch noch einen kleinen Moment. Füße, ey. Ich versuche die Musik die ganze Zeit nebenbei noch einigermaßen erträglich für mich einzustellen. Ich fühle mich wie so ein DJ hier. Kennt ihr diese Radiomoderatoren? Die Musik ist immer gleich laut, nur wenn der Moderator oder die Moderatorin spricht, dann wird die Musik so leise. Ich simuliere das einmal kurz. Nee, kriege ich nicht hin. Ich habe auf jeden Fall einen Plan für heute. Freue mich aber auf jeden Fall, dass schon mal so viele von euch da sind. Denise grüßt die Shellum. Ja, funktioniert. Ich mache das gerade alles. Ich mache das manuell hier mit meinen Fingerchen im YouTube-Player. Ich wollte es nur einmal kurz zeigen. So, was haben wir heute vor? Ihr wisst es natürlich, diejenigen, die hier sind, wissen, dass wir den Minecraft-Trailer in Minecraft nachbauen werden. Und ich habe beschlossen, wurde auch bombardiert seit der Ankündigung, sowohl auf meinem Kanal, aber als auch gestern im Stream schon, dass natürlich auch viele andere Leute momentan daran arbeiten, den Trailer umzusetzen. Und das schreckt mich aber natürlich nicht ab. Wir machen das trotzdem, zumal ich sowieso entschieden habe, meine komplette Persönlichkeit eigentlich jetzt um diesen Minecraft-Trailer herum aufzubauen. Denn ich habe Lust, den Trailer jetzt so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Quasi aber auch nah am Original zu sein mit den Setpieces und sowas. Und danach würde ich aber gerne noch, je nachdem wie lange wir jetzt auch dafür brauchen, noch eine Version probieren, die quasi komplett frei interpretiert ist. Also wo dann beispielsweise der Establisher Shot, ich glaube, ich würde dieselbe Tonspur verwenden nach wie vor, aber mit unterschiedlichen Shots quasi. Das heißt, der Establisher, wie Jack Black als Steve auftaucht, das neu zu interpretieren und sowas. Das fände ich ganz spannend. Ja, und macht mir einfach Spaß. Habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Ich habe hier schon ein bisschen rumgewuselt, wie ihr seht. Einfach, um mal so einen kleinen Test zu machen, wie das alles aussehen könnte. Oha, guck mal, wenn man einmal behind the scenes schaut, hier plötzlich alles nur Schall und Rauch. Ich habe ein bisschen tricksen müssen, denn normalerweise ist natürlich eine Minecraft-Figur so groß, zwei Blöcke hoch. Und damit das aber wie im Trailer passt von den Dimensionen, ich mache hier einmal kurz den Referenz-Shot auf. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? I'm Steve. Da ist er. Seht ihr das? Nee. Aber jetzt seht ihr das. Yes. Genau, dann seht ihr, dass der ja ein bisschen über die zwei Blöcke rüber geht. Deswegen habe ich ihn hier einfach größer gemacht und auch ein bisschen gerade rumprobiert mit den Partikeln, die da so rumfliegen, die wir natürlich nicht in der Nachbearbeitung hinzufügen, sondern hier soll wirklich alles out of the box direkt in Minecraft entstehen. Ich bin noch nicht sicher, ob es diese Partikel werden oder vor allem, weil die auch nicht ganz runtergehen, sehe ich gerade. Da müsste ich einmal ganz kurz hier die Lifetime verlängern. Oder ob ich gleich doch nochmal mit anderen Partikeln rumprobiere. Also wie gesagt, bei diesen Coworking-Streams, so nenne ich es jetzt mal, ist halt auch immer so ein bisschen reduziertes Entertainment-Programm.
Deswegen schnappt euch gerne irgendwas zu essen oder macht nebenbei Hausaufgaben oder bastelt an einem eigenen Projekt. Ich werde jetzt hier auch immer mal wieder vielleicht ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen rumprobieren. Bin natürlich aber trotzdem immer interessiert in eurer Meinung. Deswegen sehr gerne Feedback. Nimmst du auch ein realistischeres Texturenpaket? Nee, ich bleibe tatsächlich hier bei dem Texturenpaket aus dem normalen Minecraft-Trailer. Also weil der Trailer so werden soll, wie ich mir den selber wünschen würde. Und ich war nie so ein Fan von realistischen Texture-Packs. Ich schmeiß mir Animal Crossing an. So. Vielen, vielen Dank. Jetzt natürlich auch erstmal, ey, wieder viele Subs reingekommen hier. An DevTag TV, Snowcake, vielen lieben Dank an dich und viel Spaß beim Animal Crossing spielen. MiriPro29, vielen Dank auch an dich. Kein Bergno hat auch reingesubbt. Live Grüße aus London. Guten Abend, was ist denn da los um 14 Uhr? Ja, wie gesagt, wir basteln hier an einem Trailer rum. Dir auf jeden Fall viel Spaß in London. Was machst du denn da aktuell? Pit Midnight, auch reingesubbt, vielen Dank, im sechsten Monat. Pixegun, vielen Dank auch an dich für dein ganz frisches Abonnement hier. Vielen Dank für dein Vertrauen. Schön, dass du da bist. Jotabyte, vermisse gemütlich nachsitzen. Vielen lieben Dank. Das freut mich natürlich sehr, dass du das so gut in Erinnerung behältst. Vielen Dank für dein Resub, trotz fehlendem Podcast. Und danke auch an The Bomber 399. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Fading Shadow ist auch wieder zurück. Herzlich willkommen, 20. Monat, lieber Fading Shadow. Schön, dass du da bist. Und Sailor, guck mal, schon 3 Jahre, wie die Zeit vergeht. 36 Monate, insane. Sailor, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und deinen langanhaltenden Support. Schön, dass du da bist. Wie findest du die neue 1.24-Version der Blockbuster-Mod? Also, genau, das habe ich natürlich heute Morgen als allererstes gemacht, dass ich erstmal geschaut hatte, okay, auf welcher Version bauen wir jetzt den Trailer? Und ich habe dann tatsächlich mir die BBS-Mod, Blockbuster Studio heißt es ja jetzt, hat MacHorse geupdatet, angeschaut. Und an sich ist das halt schon geil, aktuelle Mods verwenden zu können. Es ist super nice, dass die Tiere durch Modifikation auch direkt schon richtig schicke Animationen haben können. Es gibt andere Shader. Also es gibt schon einige Benefits, die man davon hätte auf der neuen Version, das Ganze zu drehen. Aber ich komme mit dem Interface nicht so gut klar. Mir fällt der Wechsel momentan sehr, sehr schwer, beziehungsweise grundsätzlich das Zurechtkommen. Und mir fehlen einfach auch essentielle Sachen, wie zum Beispiel vernünftige Charaktermodelle. Da gibt es ein einziges und das lässt sich jetzt irgendwie auch nicht so super easy customizen, wie ich mir das wünsche. Deswegen, long story short, wir machen es nach wie vor auf der 1.12.2. Dadurch fehlen uns theoretisch ein paar Blöcke aus den neueren Versionen, aber es gibt zum Glück ein, zwei Mods, die zumindest ein paar Updates aus den späteren Versionen 1.13, 14, 15, 16, 17, 18, bla bla bla, in die 1.12er holen. Jetzt nicht unbedingt Gameplay-Mechaniken, aber zumindest Blöcke und sowas. Und den Rest bei Blöcken sowieso können wir aber natürlich immer im Blockbench und sowas reinhauen. Ich versuche gerade über einen geschätzten Kollegen an Modelle zu kommen von den Mobs. Denn die werden wir ja auch animieren müssen. Das Lama, die Piglins und natürlich das Schaf. Wobei das Schaf jetzt noch, das hat ja, bewegt sich ja nicht im Trailer, bis auf den Mund jetzt. Aber da müssen wir auch noch mal ein bisschen gucken, wie wir das quasi umsetzen. Ob es jetzt wirklich einfach nur so ein Kopf ist oder ob wir da noch eine Schnauze vorne dran packen, die sich dann ein bisschen bewegt. Aber genau, da brauche ich im besten Fall ein paar Blockbench-Modelle von, versuche ich gerade ranzukommen, damit wir die Tiere animieren können. Gerade die Piglins sind ja, habe ich gestern schon gesagt, dass das hier vermutlich der anspruchsvollste Shot wird. Und ich würde jetzt schon probieren, von den Animationen und sowas so nah wie möglich ranzukommen. Genau, aber es ist eben in Minecraft und deswegen nicht so easy. Müssen wir ein bisschen rumtricksen, wie immer. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Und genau. Im Trailer ist das ein pinkes Babyschaf. Ja. Ja. Aber
Das ist ja, die sehen ja nicht, ach doch, die sehen anders aus, ne? Stimmt, die sind dann kleiner. Ist das hier auch? Nee, ne? Okay, müsste ich dann, ja, ein bisschen transformieren. Die haben, glaube ich, der Körper ist kleiner und dann ist der Kopf, glaube ich, größer, oder? Wie unterscheidet sich das Babyschaf? Oh, oh, ja, okay. Das wird nicht hinhauen. Ah doch, das könnte... Ah, Moment. Haben wir hier den Anker? Yes. Ja, Kopfgröße. Hm. Okay, ja, so nicht, aber... ginge theoretisch. Okay. Wie wäre es mit einem umgedrehten Schaf oder Rainbow Sheep? Ist ja auch nicht normal in Minecraft und würde ja dann passen. Ein Rainbow Sheep? Umgedreht? Also einfach so als Gag, meinst du? Also ich würde jetzt schon... Ist ja schon ein knaller Gag in der Vorlage, ich bitte dich. Da würde ich schon bei bleiben. Inhaltlich würde ich jetzt in der Version, bis auf vielleicht kleine Nuancen, nichts ändern. Das würde ich dann, wie gesagt, eher machen, wenn wir sagen, können wir auch gerne gemeinsam im Stream sonst machen. Aber wenn ich mich dann an eine komplett eigene Interpretation quasi dran setze. Ja. Okay, was ich heute machen werde, jetzt in diesem Stream, weil ich streame heute ein bisschen früher, eigentlich war heute Abend 20 Uhr geplant. Ich muss mal gucken, das steht, ist ein bisschen 50-50-Nummer. Wir machen jetzt irgendwie eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei vielleicht, basteln ein bisschen an dem Trailer. Und guck mal, ich muss mal ganz kurz übrigens hier noch das aktivieren, fällt mir gerade auf. So. Und wenn ich heute Abend dann noch Zeit haben sollte, dann würden wir heute Abend irgendwas anderes machen. Irgendwie ein bisschen schnacken oder was spielen. Vielleicht sogar auch schon Singleplayer-Welt. Ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen doof. Das wäre schon cool, wenn wir das dann direkt hintereinander eine Woche machen können. Ich will ja den Enderdrachen da zum ersten Mal endlich mal besiegen. Aber vielleicht spielen wir irgendwas anderes heute Abend. Warum keine Facecam? Weil ich hier halb nackt sitze, weil es hier sehr, sehr heiß ist bei mir im Raum und ich immer ein bisschen entspannter arbeiten kann und vor allem ein bisschen aus diesem Entertainment-Modus, so nenne ich ihn mal, raus kann, wenn ich nicht weiß, dass ich hier beobachtet werde. Das ist die ganze Wahrheit dahinter. Okay, also, ich mach mal als allererstes... die Musik für mich einen ganz kleinen Ticken leiser noch. So, das ist für euch, ne? Und das ist für mich. Yes, so müsste es passen. Quiz-Taxi dann heute Abend. Es sind 20 Grad, wie ist es so warm bei dir? Ich habe einen relativ kleinen Raum, der sieht durch das Fischei immer größer aus. Und wenn der Rechner hier nonstop irgendwie am Atmen ist, dann wird es einfach heiß. Ist Dachgeschosswohnung, hier sammelt sich die Hitze auch. Und ich komme auch einfach leicht ins Schwitzen. Also, ja. I am Steve. Also was ich jetzt heute auf jeden Fall schaffen möchte, ist die Gesichter zu animieren. Und das ist ja auch immer... oft gewünscht worden von Leuten, die sich selber mit der Blockbuster-Mod beschäftigen, wie läuft das eigentlich hier? Ich habe jetzt, wie gesagt, das Rig hier schon vorbereitet mit den Augen. Gucken wir uns einmal an, wie nochmal genau die Reaction von Jack Black ist. So. Also, I am Steve. Okay. I am Steve. Okay, also während dem I am Steve. Geht die Eyebrow hoch. I. So. Und das sind quasi die Augen hier, sind einfach per Body Part jetzt an dem Kopf installiert. Und damit sich das nicht mit den Originalaugen überdeckt, gibt es hier einen sogenannten Multiskin-Variante. Da ist dann einmal... drüber gelegt, der Skin, die ich ihn haben will. Hey, upsa, ja, sorry. Und eine und eine Maske, über die ich dann einstellen kann, dass die Augen nämlich von dem Original-Skin quasi rausgelöscht werden, subtrahiert werden, damit dann die
3D-Augen hier Platz haben und angezeigt werden. Vielen Dank für das darauf hinweisen. Und vielen Dank auch an Sean McFly. Ich grüße euch, ihr wunderschönen Menschen. Hallo Sean, schön, dass du da bist. Und hallo auch Sauerstoffboy. Vielen Dank euch beiden für euer Resub. Schön, dass ihr da seid. So. Kurz zum Verständnis für die, die gar keine Ahnung haben. Hier unten, das ist unsere Timeline. Das Pinke hier ist die Kamerafahrt, die ich schon eingestellt habe. Und diese Keyframes hier unten, diese grünen Dinger, die definieren quasi einen Morphwechsel. Das bedeutet, dass hier zum Beispiel dann eben ein Morphwechsel stattfindet, indem er die Pose leicht ändern wird, aber vor allem die Augen dann eben ab dem Moment einen Wechsel haben. Und da haben wir eben gerade schon gesagt, nachgeschaut, das wird die Augenbraue, die hochgezogen wird. Mal kurz gucken, passiert da noch irgendwas? I'm Steve. I'm Steve. Ja, so ein bisschen so diese Schulter wird so angespannt, ne? Aber wir müssen jetzt ja auch nicht so mega alles hier im Detail übernehmen. Ich probiere einfach mal rum, Leute. Wie geht's euch denn? I'm Steve. Hi. Ich glaube, ich würde hier so gerne noch so einen kleinen. Vielleicht ist es schon too much, aber wir schauen mal. Jack Black ist wirklich perfekt getroffen. Finde ich auch. Also den Skin mag ich sehr gerne. Habe ich aber auch nicht selber gemacht. Kam auch, glaube ich, nicht. Der Fensterwechsel. Ja, das ist ein bisschen doof hier. Ich mache das mal so. Nee, das mache ich. Hey, ja. ich lasse das mit. Ich mache das mit dem Fenster einfach mal kurz aus, glaube ich. Den habe ich jetzt von Planet Minecraft gezogen. Aber wir haben schon echt super nice. Ich weiß, der Delay, ja. Wir haben super nice Sachen schon aus dem Discord. Also Leute, die Skins gepixelt haben und sowas, ultra gut. Hi. I'm Steve. Hi. Nee, das ist aber, glaube ich, das ist too much. Da wurde ich zu viel. Ups. Hi. I'm Steve. Das könnte vielleicht ein bisschen langsamer hochgehen. Hi. I'm Steve. Und ich glaube, was ich auch probieren werde, ist dann nachher mal eine Variante mit animiertem Mund, wie wir das auch bei Rotkäppchen gemacht haben. Mir geht's gut, bin am Kuchenbacken gerade. Nice, was gibt's denn für einen Kuchen? True Tale at Geo4. Fading Shadow, vielen Dank für 5 verschenkte Subs. Und viel Freude an die Beschenkten. Ich sehe, da ist ein Tim dabei. Fading Shadow, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz großzügig von dir. Schmeißt da hier direkt schon wieder eine Geschenkbombe rein. Unser Fading Shadow. GmbH. Steve. Sehr stark. Vielen Dank für den Resub. Ich finde, der Mund sagt schon viel aus bei der Mimik. Hi. Im Moment. Das ist ja allgemein. Das ist nicht auch so eine ewige Diskussion, ob das hier der Mund ist? Das ist doch ein Bart. Der Mund haben wir ja, gesehen wir ja gar nicht hier. Für mich wäre jetzt der Mund theoretisch hier. Streamst du heute Abend wieder? Habe ich Ihnen gerade schon gesagt? Weiß ich noch nicht. Deswegen streame ich jetzt gerade. Genau, kann ich jetzt gerade nicht garantieren. Definitiv der Bart. Meinte im Teaser. Ach so, ich finde, der Mund sagt schon viel aus bei der Mimik. Ach so, du meinst, wenn wir das jetzt übertragen wollen. Ja, klar. Aber ich finde auch bei einem Minecraft-Film, ich meine, da waren die Cinematics jahrelang ohne irgendwelche animierten Münder. Das ist ja der klassische Stil, hier wirklich einfach nur den Kopf zu bewegen. Wir gucken mal. Machen wir auf jeden Fall beide Versionen. Persönlich kein Fan von bewegenden Mündern in Minecraft, aber es ist Geschmackssache. Ja, absolut. Du kannst die 2 Hautpixel ersetzen. Die hier, ja. Also genau, da würde ich den Mund so reinlegen dann. So. Hi. I'm Steve. So, mit den Augen, macht er da noch was? Ich muss es jetzt leider doch nochmal kurz hier. So.
I'm Steve. Die gehen dann so zu, ne? Die gehen zu und wieder auf. Okay. Hi. Und dann. I'm Steve. Was passiert mit der Augenbraue? Ich weiß, ich bin wieder. Ja. I'm Steve. Die bleibt die ganze Zeit geraced. Nicht schlecht, Jack Black. Okay. So, jetzt können wir nämlich hier so die Augenlider einzeln anpacken. Machen wir trotzdem ein bisschen runter hier. Und den können wir nämlich auch zum Band geben. Nehme ich jetzt aber beim Schließen mal weg. Zumindest schwäche ich den ein bisschen ab. Und das kann auch schneller gehen. Hier, das läuft alles über Ticks und nicht über Sekunden. Hier oben gebe ich immer die Dauer quasi an. Ich weiß gar nicht, wie viel Ticks eine Sekunde sind. 10 Ticks eine Sekunde? Kommt das hin? Ja. So ungefähr. I'm Steve. I'm Steve. I'm Steve. Und dann geht es ja direkt wieder auf. Die Augen quasi. I'm Steve. Ich guck mal, ob ich das Klicken vielleicht mal ausstelle. Geht das? Ich könnte mir vorstellen, dass das immer ein bisschen nervig ist. Aber ich befürchte, das geht nicht. Ja. Tja, das tut mir leid, Leute. Das ist die Blockbuster-Mod. Das ist eine Film-Mod für Minecraft. Habe ich auch eine kleine Serie drüber gemacht. Nennt sich Minecraft-Filmschule. Mit Herr Bergmann. Ich habe langsam den Verdacht, dass das Steve ist. Ich weiß nicht, wir können mal gucken. Hi. I'm Steve. Geil, 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 geil. Okay. Finde ich schon nicht schlecht. Jetzt gucke ich nochmal kurz mit diesem. I'm Steve. Mit diesem leichten Anzucken hier, dass er da so ein kurz, oh, sorry Jack, dass er kurz so ein bisschen hoch geht. I'm Steve. I'm Steve. Ja, ich finde es nicht schlecht. I. I'm Steve. I. Das, ich finde, bei dem Ei könnte, auch wenn das im Trailer relativ in derselben Pose macht, würde ich hier ganz gerne so ein bisschen Bewegung nach hinten mal probieren. Ei. 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 I'm Steve. Und dann können wir hier, kann er hier länger brauchen, um wieder in die Ausgangsposition zu gehen. Ei. I'm Steve. I. I. I'm Steve. Ja. I. I'm Steve. Aber nur mal, also dass ihr wisst, das ist tatsächlich ein Großteil meiner Arbeit, mir immer und immer wieder diese Szenen anzugucken. Und darauf zu warten, dass es sich irgendwann richtig anfühlt. I. I'm Steve. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall die Eyebrow noch ein bisschen länger raisen lassen. Wobei ich auch inzwischen immer öfter an Steven Spielberg denken I. muss. I'm Steve. Nee, 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 nee. Jetzt mache ich hier. Der nämlich immer wieder sagt, man muss auch mal Shots loslassen. Nicht jeder Shot muss geil aussehen. Man kümmert sich dann darum lieber, dass die wirklich wichtigen Shots richtig geil aussehen. Aber das ist ja eigentlich hier, das ist ja einer der essentiellen Shots. Da kann ich eher darauf verzichten später, dass der Background in einem Shot nicht richtig gut aussieht, der nur eine halbe Sekunde zu sehen ist. Die Augen gehen zu schnell zu, oder? I. I'm Steve. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht, aber wir gucken mal. I'm Steve. Ja. I. I'm Steve. Hi.
I. Ah ja. I. I'm Steve. I. I. Nee. Jetzt muss ich kurz was bauen. Ein Sequencer. Also wie gesagt, ihr müsst hier glaube ich auch nicht alles verstehen, was ich mache. Ich tue es ja selber nicht. Es ist alles so Muscle Memory, dass ich einfach nur noch hoffe, am Ende die richtigen Knöpfe zu drücken. Oha. Was passiert da? Grüße aus Salzburg. Es ist immer wieder schön, die Streams im Urlaub schauen zu können. Shadow! Was machst du? Du hast dich verdrückt. Holy moly. Vielen Dank. I'm Steve. Für... Hä? Ich möchte deine Arbeit unterstützen und mich für deine unterhaltsamen Streams bedanken. Leute, vielen Dank. War das abgesprochen? Ey, vielen Dank für ein Fuffi von Fading Shadow. Grüße aus Salzburg. Es ist immer wieder schön, die Streams in Urlaub zu schauen. Ey, liebe, liebe Grüße. Wo bist du denn im Urlaub? Ah, ich stelle mir eine schöne Vorstellung gerade, dich am Strand zu wissen. Und nebenbei läuft auf dem iPhone der Stream hier, während das Gehäuse schon wegschmilzt. Vielen, vielen Dank, Fading Shadow. Echt, wirklich. Also du bist allgemein, auch für die 5 verschenkten Subs eben. Du supportest hier so insane. Vielen, vielen Dank, wirklich. Und auch an Heinrich. Möchte deine Arbeit unterstützen und mich für deine unterhaltsamen Streams bedanken. Vielen Dank, wirklich, lieber Heinrich. Auch an dich für 25 Euro. Holy moly. Das ist wirklich sehr, sehr lieb. Danke. Danke euch beiden. Und Maxi hat auch reingesubbt gerade. Vielen Dank auch an Maxi für sein oder ihr Sub. Und Kengulu und Jan auch wieder zurück. Vielen Dank euch beiden auch für eure Subs. Hallo Twitch, Mr. Chaos. Safe, ich träume heute Nacht vom I'm Steve. Ja, das ist echt, das muss man natürlich echt gnadenlos ausblenden bei sowas. Ja, genau, jetzt muss ich nur kurz gucken, was ich hier genau verkackt habe. Ich kenne das Problem. Muss nur noch mal kurz wieder auf die Lösung kommen. Ach so. Was habe ich denn hier gemacht? Ach so, okay. Ja, ja, alles gut, alles gut. I. I'm Steve. Und dann hier. Muss ich jetzt Folgendes machen? Hin? I'm Steve. Nein. I'm das habe ich. I'm Steve. I'm Steve. Ja. I am Steve. I am Steve. Geil. Okay. Ich finde, das passt. So, nächster Shot. Vielen Dank, Pix. Pia, willkommen zurück. Hallo, Pia. Schön, dass du auch da bist. 15. Monat. Herzlich willkommen hier heute an dich. Ich bin später auf einer Gartenparty. Steve wird mich den ganzen Abend verfolgen. Oh, das wäre schon sehr lustig.
Wenn Bergmann geübt darin ist, solche Loops auszublenden, dann kein Wunder, wie er Zelda durchgestanden hat. Ich weiß nicht, was du meinst. Mir fehlt der Soundtrack inzwischen. Ich brauche den auch manchmal, um in den Tag zu kommen, höre ich mir den einfach mal so eine 5-Stunden-Playlist an. Kein Internet mehr gehabt in der U-Bahn. Ich hatte nur gefragt, was du in London gerade machst. Das ist kein Tool, was wir entwickelt haben. Hat aber, glaube ich, auch gerade schon jemand geantwortet. Ne? Genau, Pixigun. Ist eine Mod von MacHorse. Blockbuster-Mod nennt die sich. Und wenn du mal Minecraft-Filmschule mit Herr Bergmann eingibst, bei YouTube findest du auch eine Tutorial-Reihe, die so zumindest die allerersten Schritte erklärt, falls du da selber Lust hast, mal reinzuschauen. Das mit der Tonspur kenne ich zu gut. Durch meine Animation kann ich den ganzen Dialog zwischen Herrn P. und Bergi bei der Szene immer noch auswendig. Ey, total. Das Schlimme ist, gerade bei sowas, dass du vermutest, also wobei das ist ja schon vorgegeben, aber ich habe das manchmal, wenn ich irgendwie eine Szene schneide, die ich vielleicht auch selber geschrieben habe, wo ich vielleicht sogar selber auch eine Sprechrolle habe, dass ich dann so lange daran rumdoktere und das so oft höre, bestimmt 100, 200 Mal, dass ich irgendwann auch einfach das Verständnis dafür verliere, ist das eigentlich gut oder nicht. Beim ersten Mal, es kennt bestimmt auch du als Zeichnerin beispielsweise, wenn du ein Bild malst und du merkst allmählich, oh, das sieht so geil aus und irgendwann hat man sich so satt gesehen und findet das überhaupt nicht mehr besonders, was man da gemacht hat. Und dann ist wirklich die große Gefahr, dass man dann nämlich wieder anfängt, daran rumzudoktoren. Und dann ist es 99% der Fälle eigentlich besser, loszulassen und erstmal mit was anderem weiterzumachen. Und dann mit ein bisschen Abstand nochmal drauf zu gucken. Auch ein beliebter Trick damals gewesen immer, als ich noch in einer Agentur gearbeitet habe, habe ich ja auch Grafikdesign und sowas gemacht. Und da war immer so ein Standardtrick von uns, das Bild irgendwann einmal zu spiegeln, damit man nochmal einen anderen Blick drauf hat, damit es irgendwie anders aussieht. Die Anordnung und sowas bleibt ja alles gleich, aber es sieht halt trotzdem anders aus und dadurch sind einem dann meistens nochmal ein paar Dinge aufgefallen, die vielleicht nicht gepasst haben oder man hat gedacht, oh doch, das sieht doch gut aus oder umzudrehen, ja. Brauchen wir hier aber noch nicht, denn wobei ich aber vergessen habe, wie war sein Name? I am Steve. I am Steve. Ja, oder vielleicht habe ich das mit der Augenbraue... I'm Steve. Ja, wobei, wir sind schon nah dran hier an der Nummer, ne? I am Steve. Ich find's geil. Komm, passt. Okay, was hier auf jeden Fall jetzt noch gemacht werden muss, ich guck mal als allererstes, ob ich die Partikel mal ein bisschen reduziere. Das sind nämlich doch sehr viele. Was hier natürlich auch eigentlich überhaupt noch nicht passt, ist der Background. Der habe ich einfach irgendeine Szenerie geguckt, die einigermaßen so aussah wie hier. Aber es fehlt halt momentan auch ein bisschen am Bauteam. Es fällt mir gerade auch schwer, eins auf die Beine zu stellen. Viele hatten sich ja beworben, auch unter dem letzten Video schon. Geil wäre es natürlich, wenn man schon irgendwie ein eingespieltes Team irgendwie hätte. Ich habe auch schon geguckt, ob ich irgendwie alte Leute aus dem Berg und Labs Team irgendwie mobilisieren kann. Ist aber auch sehr, sehr kurzfristig. Oder vielleicht ein anderes Bauteam oder so. Aber das wäre natürlich auch schon ganz cool, ein bisschen bessere Backgrounds zu haben. Auch gerade später für die Establisher-Shots und sowas hier. Klar, können wir jetzt theoretisch sagen, wir nehmen einfach irgendwas und klatschen da unten ein Villager-Dorf hin. Aber es wäre natürlich schon geil, wenn das auch so aussehen würde, dann mit dieser Klippe da. Was würde auf einen zukommen, wenn man sich bewerben würde? Naja, du baust dann halt, ne? Hilfst bei den Projekten mit. Als Architekt, Architektin oder worauf du auch so, was du noch so kannst. Blockbench wird auch gesucht. Genau, gibt es unter dem. So ein Minecraft-Roleplay-Projekt habt ihr noch nicht gesehen, Video auf meinem Kanal. Huch! Gibt es ein Bewerbungsformular. Ich kann halt nicht bauen. Channel, dafür kannst du aber so viele andere Dinge. Das wäre ja auch gruselig, wenn du jetzt auch noch bauen könntest. Moin, Paul.
Ich gehe da mal in den Lurk-Modus, um mich in eine Welt voller Pferde nebenbei zu vertiefen. Viel Spaß. In einem Videospiel oder ist das... zeichnest du? I am Steve. Falls ihr das vergessen hattet. So, okay. Solche Mini-Projekte sind doch eigentlich perfekt, um solche Teams einzuspielen. Viel kürzere kleine Welten in kurzen Abständen. Ja, das stimmt. Also ich werde auch nachher sonst nochmal gucken, ob ich das auch hinkriege, weil es ist ja auch relativ alternativlos. Aber ja, es ist auch gerade natürlich ein bisschen dem Zeitdruck geschuldet. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil man soll, eigentlich wäre schon schön, sich Zeit zu nehmen, so ein Team auch erstmal aufzubauen und auch zu gucken, passt das überhaupt miteinander. Klar, hast du schon recht, kann man auch theoretisch dann in so einem bei so einem Projekt ganz gut machen, aber es ist halt auch eine extreme Belastung dann, ne? Und ich will ja nicht davor die Leute dann verheizen. Aber ich guck mal. Wie gesagt, ich glaube, dass wir sowieso alternativlos sind. Der Browser, ah ja. Upsa. Sollen sich die Leute denn jetzt noch bewerben oder willst du da aktuell? Doch, klar. Deswegen habe ich gerade das Video nochmal erwähnt. Ihr könnt super gerne euch da nach wie vor bewerben. Wie gesagt, bitte so umfangreich wie möglich. Also jetzt einfach nur ein Bild von einem Haus gescreenshottet. So ein einziges, das reicht nicht. Es sollte schon irgendwie, gerade jetzt zum Beispiel mit so Umgebungen hier, beziehungsweise was jetzt zum Beispiel explizit das angeht, was wir hier brauchen, sind halt auch Leute, die sich mit Plugins auskennen, mit Worldbuilder, mit WorldEdit. Das ist halt das Entscheidende, weil die Landschaften natürlich jetzt nicht hier von Haus in Survival-Modus oder Creative-Modus gebaut werden. Die Leute, die jetzt die Mods kennen, die können sich super gerne in dem Dokument, was Shellum gerade reingepostet haben, bewerben, weil das ist schon essentiell. Dass man diese Mods, Worldbuilder ist so ein Map-Painter quasi und WorldEdit ein Tool, um ja, die Welt bearbeiten zu können. Ist das Alter egal? Das Alter ist egal, ja. Also ja, wäre schon cool, wenn man irgendwie versteht, weil manchmal neigen sehr junge Menschen dazu. Ich zählte selber auch lange, lange Zeit dazu als sehr junger Mensch. Habe ich auch eine Sauklaue gehabt und nicht darauf geachtet, mich richtig auszudrücken. Das wäre das Einzige. Aber ja. Also am liebsten einfach hätte ich gerne noch ein paar Selfies, die mit 14 schon eigentlich uns alle in den Schatten gestellt haben. Dann sollte ich eventuell auch nochmal eine Bewerbung raushauen. Ey, super gerne. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... die Partikel habe ich reduziert. Ich muss nochmal kurz reingucken in die Situation. Aber es sind irgendwie nicht weniger geworden, ne? Habe ich etwas falsch gemacht? Ups. Was ist doch die Spawnrate hier? Was passiert eigentlich? Mathe, ich kenne mich da... Ach Gott, furchtbar. Wenn ich jetzt hier nur eine 1 eingebe... Das dann weniger. Hi. Hey. I'm Steve. Ist das denn im Original auch so extrem? Oh ja. Da ist schon was los, ne? Hi. Hi. Steve. Okay. Eigentlich passt das. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich das Know-how hätte, aber ein Vollzeitjob hat so seine Nachteile, wenn man so zu einem Bauteam gehören will. Ja, na klar. Also wobei es jetzt auch nicht so derbe viele Projekte gibt, ne? Und Privatleben geht immer vor. Aber wenn man jetzt mal am Wochenende Bock hat, ein bisschen was zu bauen, mitzuhelfen, dann
ist das ja eigentlich cool, in so einem Team zu sein. Also bei auch bei Berkeley Labs oder sowas gab es nie auf die Finger, wenn jemand gesagt hat, oh sorry, gerade Klausurenphase. Ja, aber, nee, du musst aber noch 47 Tri-Jump-Module machen. So war es dann ja auch nicht. Okay. Das Einzige, was jetzt hier, wie gesagt, noch gemacht werden müsste, wäre der Background. Den könnte man natürlich theoretisch auch per Greenscreen machen. Aber ich erinnere das jetzt schon einmal raus hier. Alles klar. Das muss ich einmal kurz einstellen. Das ist jetzt nur in der Vorschau nicht synchron. Okay. Was mache ich jetzt nächstes? Was ist deine Meinung zum Minecraft-Trailer? War im Stream nicht da? Dann schau gerne mal bei YouTube. Herr Bergmann spielt vielleicht... sorry. Ach, das ist doch kacke hier. ich mache ihn jetzt aus. Jetzt bleibt er aus. Schau gerne mal gleich im Chat. Vielleicht mag eine Moderatorin kurz den Link dazu einfach unten in den Chat reinballern. Kam heute meine Reaktion, unsere Reaktion vom Chat auch auf den Trailer online. Benutzt du eigentlich aus Gewohnheit noch Blockbuster Mod statt BBS Mod oder weil es da nicht so viele schöne Sachen gibt? Letzteres. Habe ich vorhin auch schon drüber erzählt, dass ich mir jetzt im Zuge der Trailer-Umsetzung hier auch die Frage gestellt hatte, machen wir es irgendwie in der neueren Version oder in der älteren? Und ich komme einfach noch nicht klar damit, mit der neueren Version. Sowohl mit dem Interface als auch mit den limitierten Sachen, wie beispielsweise so ein Emoticons Rig. Okay. Vielen Dank, Pauli. Könntest du nicht eigentlich auch ein noch ähnlicheres Shader-Pack benutzen, damit es noch mehr nach dem echten Trailer aussieht? Nicht wirklich, weil A, mir das wirklich überhaupt nicht wichtig ist, dass das Licht so aussieht wie im Original-Trailer, sondern eben nach Minecraft. Das ist auch noch nicht hundertprozentig final hier. Ich werde noch ein bisschen mit dem Licht auch rumspielen, auch gerade im Background und sowas. Das ändert ja auch nochmal eine ganze Menge. Aber ich will vor all dem, das seht ihr nämlich gar nicht, hier habe ich zwei Lichter platziert, die quasi auch nochmal den Charakter ausleuchten. Hupsa. Und das geht nur in diesem Shader, beziehungsweise noch in einer anderen Shader-Variante, die ich aber glaube ich, doch, habe ich die schon gemoddet? Das wäre dann quasi die einzige Alternative noch. Ja, okay, keine Ahnung, was jetzt die Artefakte sind. Die aber gefällt mir jetzt auch auf Anhieb sofort weniger als der andere Shader. Und ich mochte das beim Anzeigen Hauptmeister. Ist derselbe Shader, dieselben Einstellungen und den Stil mochte ich auch. Und ja, also wie gesagt, es kann auch gar nicht so aussehen wie im Film, weil da ist dann auch nochmal ganz andere Beleuchtung und sowas notwendig. Die jetzt eher in den Animationsprogrammen. Da hat man mehr Spielraum. Ist aber auch, wie gesagt, nicht das Augenmerk. Ist ein Rotkäppchen Behind-the-Scenes-Doku geplant oder ein Video hinter den Kulissen? Nicht wirklich. Also dafür gibt es zu wenig Behind-the-Scenes. Und das, wo ich am meisten so Bock drauf hatte, mit den Easter Eggs und sowas. Ich habe ein paar Easter Eggs vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest. Da war ja so ist ein bisschen Behind-the-Scenes gewesen. Aber ich hatte jetzt vor allem Lust, wirklich mich erstmal auf neue Sachen zu stürzen, als jetzt auf alten Dingern rumzureiten. Zumal Rotkäppchen, habe ich ja auch 2 Jahre jetzt dran gearbeitet. Deswegen freue ich mich über neue Sachen momentan. Wie soll das Schaf aussehen? Classic Sheep? Ja, habe ich auch überlegt, ob man da... Jetzt muss ich es doch nochmal anmachen.
Aber ihr erinnert mich ja immer so schön daran. Ob man dort statt dem kompletten Standard-Sheep, habe ich vorhin gesehen, zum Beispiel, also ich würde schon beim Standard-Schaf natürlich bleiben, aber wo hatte ich das denn gesehen? Hier war irgendwo vorhin ein Schaf, das hatte so eine Schnauze zumindest noch. Nicht das hier. Download, animated. Das hier? Yes, das war das. Also das wäre das höchste der Gefühle. Aber auch nur mit den Ohren und der Schnauze. Weil man die Schnauze dann quasi genauso genauso schön animieren könnte. Wie eben in dem Shot hier. Weil das kann man natürlich mit dem normalen Schaf nicht. Und dafür ist der halt schon... Also darum dreht um diese Bewegung hier und dieses gequälte Schreien dreht sich der ganze Joke. Und die Alternative wäre halt, dass wenn wir es komplett im Minecraft-Look machen, dann sähe das halt so aus. Wir können es mal schnell bauen. Ah, ich hab's nicht vergessen. So. Zack. Zack. Schaf. Prototyp. Wie stand das? Ist auch egal. Hi. So, einmal kurz geactet. Hi. I'm Steve. So, und das wäre natürlich dann das hier, ne? Der Klassiker. Also, steht und fällt für mich jetzt nicht damit, aber ich glaube, wenn eine Schnauze ausreicht, wenn man sie anbringt, um ein bisschen Variation da noch also reinzubringen, das ein bisschen also den Gag besser transportieren zu können, dann könnte sich das lohnen. Ist aber nicht eigentlich ein Babyschaf? Ja, ja. Das ist ja da aber nur, haben wir vorhin schon geklärt, das Schaf kleiner machen und den Kopf größer. Ja. Was ist denn eure Meinung? Eher mit Schnauze oder ohne? Also ohne wäre dann halt wirklich auf den hier. Mit aber kleiner. Mit Schnauze sieht aus wie im Trailer. Okay. Ja. Eher mit, aber ich finde die ein bisschen zu lang. Ja, ja, also ich finde auch, die ist jetzt noch nicht optimal. Da reicht eine kleinere. Ja. Okay. Was wäre denn jetzt dann quasi der nächste Shot, den man machen könnte, rumprobieren könnte? Das sind alles Dinge, die die Welt hier betreffen. Das ist eigentlich allen voran Blockbench. Animation habe ich auch, wie gesagt, noch keine Ahnung. Muss ich auch mal gucken, ob wir irgendjemanden in der Community haben, der das im Blockbench auf sich nehmen möchte. Oder ich schreibe mal jemanden an, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er zumindest die Picklins hier schon mal im Blockbench gebaut hat und animiert hat. Das wäre super hilfreich. Weil das ist halt das, was ich meine, was so super schade ist mit der Version, mit der neueren Minecraft-Version. Da gibt es nämlich ein Texture-Pack, wodurch Fresh Animations heißt das, wodurch die ganzen Mobs neue Animationen bekommen haben. Ach, Ozelot heißt das, ne? Und das funktioniert bei ein paar. Ja. Das ist ja großartig. Es ist ja großartig. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt Folgendes. Jetzt reicht's.
so. Jetzt kommt Minecraft nach hier. So. Dann kommt das so. Und dann machen wir so. Und dann müsste das im besten Fall jetzt die Lösung sein. Lösen. Alles klar, Chef. So. Dann streame ich jetzt einfach meinen Bildschirm. Okay. Splitscreen, ja. Du brauchst mehr Bildschirme. Nee, die Bildschirme sind nicht das Problem. Ich bin nur einfach paranoid, was. Ich kann ja einfach, wenn ich jetzt den Bildschirm hier streame, dann passt das ja. Aber ich bin immer so paranoid, dass ich dann irgendwas. Keine Ahnung. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt hier irgendwie Pornotabs offen oder so. Ich weiß auch nicht, wovor ich dann Sorge habe. Aber ja. Aber jetzt, ich mach das einfach. Ist der nasse Lappen auf dem Kopf? Noch nicht. Aber es ist hier schon wieder. Geht hier schon wieder gut los. Also, wo war ich? Genau. Das. Die Katze hier, seht ihr ja zum Beispiel, hat schon schönere Animationen. Wenn ich die jetzt mal ein bisschen anstupse, dann bewegt die sich ein bisschen cooler. Mach doch mal, bitte. Ja. Die hat sogar. Die hat die Augen sogar. Gerade in meine Richtung bewegt, oder? Ja. Naja, wenn sie jetzt rennen würde, was ich natürlich nicht simuliere durch einen Schlag, weil. Ach, guck mal hier. Ja. Ja, bewegt sich ein bisschen schöner als die normale Katze, der Schwanz hinten und sowas. Und das gibt's eigentlich durch dieses Texture Pack auch mit allen anderen Mobs, aber erst in neueren Minecraft-Versionen. Der Ghast hat dann zum Beispiel auch diese Beine, die wir hier, die bewegen sich, die wir auch im Trailer hier sehen, die bewegen sich dann ähnlich wie im Trailer. Während das normal. Ach, wobei. Ist das die normale Animation? Oder klappt das vielleicht doch schon? Oh, so geht das doch. Habe ich in Erinnerung, dass das standardmäßig schon so aussieht. Oder das Texture Pack funktioniert doch. Und ich habe die ganze Zeit Quatsch geredet. Ich erlöse dich. Das ist, glaube ich, normal. Okay. Alter Schwede. Was heißt ein Bogen nochmal? Die Pfeile, ja. Bow natürlich. Danke. So. Zack. Woo! Minecraft durchgespielt. Geil. Okay. Gut. Das heißt, der Shot macht mir aber fast gar nicht mehr so viel Angst. Die Ketten, das Ding. Das ist aber übrigens schon eine nice Idee. Das muss man wirklich mal sagen. Das finde ich schon cool. Dass hier so eine Plattform, so ein Schiff an einem Ghast installiert, ist schon eine nice Idee. Okay. Den Shot könnten wir machen. Weil hier wäre nämlich zum Beispiel auch interessant, nehmen wir den normalen Wolf. Oder nehmen wir zum Beispiel den Wolf aus Rotkäppchen. Aber da würde ich schon eher normaler Wolf. Zumal der ja auch nicht so krass animiert ist hier. Weil man sein Gesicht ja auch nicht sieht, ne? Das Gesicht sieht man ja auch nicht. Wie sahen denn Rotkäppchen nochmal aus? Ich hab dir gesagt. Ah.
Ja, gut, aber das Gesicht sieht man nicht. Man sieht ihn ja nur von der Seite. Und von der Seite hätte ich halt das Blockbench-Modell, weswegen man ihn ganz schön animieren könnte. Ich glaube, ich probiere das mal mit dem Wolf hier. Können die ja mal nebeneinander stellen. Und dann können wir ihn ja zumindest von der Textur wieder anpassen. Wir probieren das mal aus. Hallöchen übrigens jetzt mal hier. Ich weiß gar nicht, jetzt, guck mal, jetzt werden hier die ganzen Alerts auch nicht mehr angezeigt. Deswegen muss ich das mal kurz hier drunter schieben. Jetzt sollte das gleich wieder gehen. Entschuldigt bitte. Eve, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Zum ersten Mal hier reingesubbt. Vielen Dank für dein Vertrauen. Hallo Dan Hub. Willkommen zurück. Fand deine Story dazu ziemlich sympathisch. Welche, oh Gott, vor 7 Minuten. Welche Story habe ich denn da erzählt? Ich weiß es nicht. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deinen Resub im 19. Monat. Hallo Kedos. Etzala is alive. Ich wonkel völlig am Rad. So sieht's aus. Ich bin selber ganz überrascht. Jasch, vielen Dank auch an dich für deinen Sub. Lieber Jasch 547, herzlich willkommen. Godot auch wieder zurück. Godot 007, herzlich willkommen, Godot. Vielen Dank für deinen Sub im 11. Monat. Florian06.de, vielen Dank auch an dich. Zusammen mit Warf05, beide zum allerersten Mal reingesubbt. Vielen Dank für euer Vertrauen und schön, dass ihr da seid. Seine Zähne waren so lang, wie seine Eier dick sind. Kedos. Da hat er auch für gekämpft. Irgendwann zwischendurch war der immer sehr, sehr leise, der Satz. Und dann weiß ich noch, wie ich Kedos den Film gezeigt habe. Und er meinte, ach, hätte ich mir eigentlich ein bisschen lauter gewünscht. Und dann habe ich Last Minute nochmal schön den Pegel hochgezogen. Bin ich in deinem Trailer dann Jason Momoa? Du wirst lachen, aber genau das hatte ich vorgeschlagen. Puristic. Hallöchen. Auch zum ersten Mal reingesubbt. Herzlich willkommen. Und falls ihr euch fragt, wer Steve gespielt wird, beziehungsweise wen Jack Black spielt, dann kann ich euch das sehr gerne beantworten. Ah. Naja. Oder auch nicht. I am Steve. So. Falls ihr es schon wieder vergessen hattet. So. Also, den Wolf. Wir bauen uns mal hier unsere kleine Basis auf. Ich kann das nachher sowieso alles drüber mit in eine neue Welt nehmen. Sollten wir nochmal switchen. Ach, 1000 Blöcke drin. So, hoch. Am besten dran. Wo habe ich den denn? Macht ihr den eigentlich auch in Englisch? Also ich übernehme komplett die englische Tonspur. Dann lässt sich das Ganze zwar nicht monetarisieren. Meinen Kanal Reaction-Ding haben sie auch schon gestrikt. Aber ich habe allgemein auch nie verstanden, wann sind Reactions auf sowas irgendwie erlaubt? Dürfen das andere Leute monetarisieren? Wie läuft das? Hätte das Fenster kleiner sein müssen? Das dann irgendwie zur manuellen Prüfung nochmal Fair Use-mäßig da beantragen lassen, aber wurden auch abgelehnt. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht einfach sonst auch gesagt haben, Moment mal, der redet jetzt ja auch nicht so in komplett freudestrahlend darüber. Dann genehmigen wir das auch nicht. I don't know. Gibt es den gestrigen Stream nicht mehr? Doch. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Das wäre ja lustig, wenn... dann wäre ich ja wieder vermutlich komplett gebannt. Aber ich habe nichts gelöscht. Wäre lustig, wenn ihr das selber alles vertun. Man könnte natürlich eine deutsche Version machen, klar. Das
wäre vielleicht tatsächlich keine schlechte Idee. Weil dann kann man auch nochmal einen anderen Song auswählen, wenngleich der gar nicht so unpassend ist von den Beatles. Ja. Kann man irgendwo mehr als 3 Referenzen für die Bewerbung einfügen? Oder wenn ich ein Video einfüge, gibt es dafür eine maximale Dauer? Also im besten Fall hast du ja eh das Textfeld, wo du eine Beschreibung hinzufügen kannst. Und da kannst du ja auch noch einen Videolink reinballern. Also in das Anschreibenfeld quasi. Ja. Boah, ich muss gleich mal was essen. Ich verdau mich hier gerade selbst. Coffee 555, herzlich willkommen. Vielen Dank für dein Resub im 3. Monat. Hallöchen, Hallöchen. Schön, dass du wieder da bist. Und Gewürzgürkchen auch im 11. Monat. Hallo, Gewürzgürkchen ist mein Spitzname für Dominik. Ich finde den Wolf nicht, den bösen Wolf. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber das könnte auch der Große sein. Das könnte auch der Große sein. Marlon, just like Marlon, Grüße. Vielen Dank für deinen Resub. Und herzlich willkommen. So, ich gehe mal zocken, streamen lasse ich aber natürlich leise offen. Sehr gut. Immer schön mitlaufen lassen. Und viel Spaß beim Zocken, ne? Hallo Melli. Hallo Melli. Guck mal hier. Hier ist er doch. Boah, guck mal, wie nett der aussieht. Hervorragend. Geil. Geil. Okay. Dann kommt er jetzt rüber. Ah, nee. Doch, der. Eieieiei. Aber wieso das denn? Nehmen wir einfach den Wolf. Ey, viel Spaß bei der Gartenparty. Und nicht vergessen, ey, tu mir den Gefallen. Hi. Viel Spaß. Und iss eine Wurst für uns mit. Eine letzte Wurst. Motion. Motion Z. So ist es, glaube ich, richtig. Hallöchen. Vielen Dank für deinen Resub im 4. Monat. Und schön, dass du da bist. Wie ist die Lage? Wolf stehend, Wolf Finale, Wolf normal. Das sieht gut aus. Wolf normal. Das könnte sein. Die Dame wird heute gefinisht. Okay. Den bist du am Skin, den Skin am Pixeln? Oder wie der Wert? Was ist denn da los? Also ich bin jetzt spontan auch eher beim Standardwolf. Könnte mir aber vorstellen, dass es auch vor allem eine Frage des... Ist alleine auch wegen dem buschigen Fell hier. Boss, the girl is finished. Ah, gute Zeit. Lange nicht mehr gesehen, den Brad. Würde Körper vom Hyper-Realistic Wolf nehmen und den Kopf vom normalen. Ja, ich setze sie erstmal in der Pose hin.
wie sie auch, wie er auch im Film hier ist. Vor allem, er hat ja auch im Film hier hinten dann auch nochmal so einen dicken Klotz. Und er ist ja eh nur als Silhouette zu sehen. Wenn der Eagle cries, wenn der Adler kreist. Ja, wenn der Idler, wenn der Eagle kreist, wir komplett verschissen. Wenn der Eagle kreist. Wie viele Ankerpunkte gibt es denn hier? Der Körper besteht vermutlich. Ah, wobei. Guck mal, da ist sogar ein bisschen Spielraum drin. Wie kriege ich den Mond denn größer? Draufschießen wie bei GTA San Andreas geht, glaube ich, nicht. Ging das auch über ein Texture Pack? Oder wie oder what? Weiß das zufällig jemand? Alt F4. Mit dem Texturenpaket geht's. Greenscreen, ja, es wäre ja schon cool, so viel wie möglich direkt hier in-game zu machen. Das versuche ich echt mal zu vermeiden. Irgendwie in After Effects und so. Er fliegt weiter zurück und zoomt näher ran, ja. Bestimmt, in der Brennweite könnte man ein bisschen tricksen, ne? Aber das kommt natürlich dann nachher mit dem, glaube ich, was im Hintergrund noch so stattfindet, nicht mehr so gut hin. Da ist ja auch so ein Berg zu sehen und so. Also ich werde ihn auf jeden Fall größer machen müssen. Aber ein sehr, sehr guter Vorschlag. Oder vielleicht auch nicht. Also guter Vorschlag, aber vielleicht müssen wir doch nicht den größer machen.
Seraphim, sehr gut. Hey, ich war 2019 das erste Mal Sub und deine GTA-Videos, der Limo-Prank und so weiter war meine Kindheit. Freue mich jetzt wieder mehr von dir zu sehen. Ey, das freut mich sehr. Kneedl. Schön, dass du wieder da bist und vielen Dank für dein Resub, der Limo-Prank. Ist das da, wo wir am Santa Monica Pier langfahren mit der Limousine und dann, ja, laber ich irgendwie, versuche die Leute abzulenken, Max und Co. Aber die sind doch nie drauf reingefallen, glaube ich, oder? Ich fürchte doch, dass wir das öfter gemacht haben. Aber die haben es immer geahnt, die Schlawiner. Okay. Also ich glaube schon, dass wir mit dem normalen Minecraft-Wolf gehen. Aber wir gucken einmal kurz, wie es aussieht. Huch, was ist denn hier los? Wie es mit dem Kollegen aussehen würde. Ah. Ich finde, es wirkt auch sofort nicht mehr Minecraftig. Also auch wenn wir den Kopf jetzt von dem normalen Wolf nehmen. Oh. Das ist für Rotkäppchen perfekt gewesen, aber für den Minecraft-Trailer auf jeden Fall würde ich sagen, nehmen wir den normalen. Aber wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Okay. Gut. Der Rest wird jetzt vor allem durch die... Ja, durch die ganze Szenerie im Hintergrund und sowas, ne? Großer Gipfel. Großer Berg. Und wie ist die Animation? Geht so hoch. Also ich glaube, ich würde sowieso den Wolf hier nochmal in Blockbench nachbauen. Um ihn dann zumindest ein bisschen ausführlich animieren zu können. Als jetzt hier nur in diesen, direkt in Minecraft, mit diesen einzelnen Elementen. Und das würde ich, glaube ich, machen. Aber sonst passt es. Ups. Oh. Oh nein, jetzt haben wir einen Zombie getötet. Das wollte ich nicht. Ja. Okay, der Fokus ist in dem Video auch aus dem Hintergrund auf den Wolf. Hast du mir denn auf den Wolf? Tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, dass der Mond schräg aufgeht, das wird auch schwierig. Anderes, ne? Oh. Der war schon eckig im Trailer, ne? Krass, ich dachte, man hätte hier den Angle einstellen können von Sonne und Mond.
Bei manchen Shadern geht das nämlich. Muss ja auch nicht 1:1 sein. Ja, da bin ich voll bei dir. Aber eigentlich hatte ich in Erinnerung, würde das gehen. Aber ist für mich jetzt auch nicht so schlimm, wenn das nicht der Fall ist. Aber stimmt, klar. Nee, der Mond geht ja immer nur. Ja. Den Wolf müsste es als Mob in Blockbench schon geben. Ja? Wo das denn? Also die Blockbench-Datei, hat die irgendjemand auf dem Discord angeboten? Wenn du ein Blockbench-Modell für den Mond benutzt? Stimmt. Auch eine schöne Idee. Ja. Wobei müsste nicht mal ein Blockbench, könnte auch, glaube ich, ein PNG sein, was einfach leuchtet. Das würde auch gehen. Gute Idee. Welches Texturenpaket benutzt du für den Trailer? Das ist, wie heißt das? Bones? Bare Bones. So, ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Gleich wieder da. So, wie viele Shots haben wir schon fertig? Keinen. Das jetzt erstmal alles so ein bisschen ausprobieren, gucken, in welche Richtung man geht. Baby, du kannst bei YouTube mit der Punkt- und Komma-Taste vor und zurück gehen. Wow. Hallöchen. Vielen Dank. Das ist ja großartig. Der Wolf ist eines der Standardmodelle bei Blockbench. Du kannst dir einen Steve-Skin auswählen statt Generic Model und dort kannst du unter Dropdown alles Mögliche auswählen. What? Ich verstehe noch nicht genau, wie du das meinst. Also Minecraft-Skin auswählen. Ach. Lol. Lol. Okay. Krass. Ja, okay, aber das müsste man noch ein bisschen. Aber es ist ja. Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Vielen Dank. Das heißt, hier gäbe es auch theoretisch alles andere, ja?
Interesting, nice. Gut, der Gas ist natürlich nicht so mega anspruchsvoll zu bauen. Aber zumindest als Grundlage ist das eine sehr, sehr schöne Sache von den Dimensionen. Okay, und dann kannst du bei Vanilla Wolf den Mund aufschneiden. Hat er mit der quasi, schreibt er, hat er das hier, stimmt, er hat das hier, ja. Meinst du, dass wir dann, hallo, achso. Moment, aber ich kann den jetzt, aber ich kann den konvertieren, ne, das müsste gehen. Ich hab wieder Bock auf Zelda. Moin, Kaninchen. Vielen Dank für 31 Monate. Sag mal, hast du momentan, wie gut warst du immer in World Edit? Hast du momentan ein bisschen Zeit? Vielen Dank und Mahlzeit zurück. Oh, das klingt echt gut. Ich muss auf jeden Fall gleich Päuschen machen und was futtern. Mika Plays Games. Hello. Hello, hi, vielen Dank für deinen Resub im 7. Monat. So. Dann gucken wir mal. Zack. Und zack. Bisschen Lippen aufgespritzt. Oh. Eieieiei. Okay. Es gibt auch ein Plugin Blockbench, der CM Template Loader. Das sind alle Entities und ihre Texturen. Ein Plugin Blockbench. CM Template Loader. Aha. Aber ist das, das war auf jeden Fall, ich kenne glaube ich die Mod, aber die für 1.12 für 1.20 Custom Entities. Na klar. Alter! Huch! Unser Wolf ist schwanger. Wieso ist das passiert? Weil das... Oder kommen damit eigene Modelle? Nicht nur Texturen, sondern auch eigene Modelle mit. Moin, Chris. Ah, ne, hier geht's. Okay. Und jetzt kann ich es konvertieren nochmal. Ja. Nice. Ey, cool. Vielen Dank. Damit lässt sich doch arbeiten. Vor allem, das meine ich. Jetzt ist mich eigentlich dann viel geiler, wenn man wie beim Rotkäppchenwolf, dann jetzt zum Beispiel den Schwanz aus drei verschiedenen Elementen baut. Vielleicht sogar noch einen Ticken mehr. Und dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Variation bei der Animation. Haus Maus. Aber das würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht jetzt machen. Aber mal zumindest gucken.
Aha. Warum geht das denn nicht? Ah, jetzt. Okay. Ja gut, das wäre was, da kann ich mich mal schön, eine kleine Nachtschicht kann ich da mal schön investieren, um den hier so ein bisschen mehr Detail zu verpacken. Ich würde die Route noch einen Ticken breiter machen oder ein bisschen mehr pixeln. Die Route? Huch, was ist denn jetzt los? Was ist mit Route gemeint? Lieber die Route pixeln. Lieber die Route verpixeln. Knaller. Knaller, Chris. Der Schwanz. Aber die würdest du einen Ticken breiter machen. Den Schwanz breiter machen? Oder meinst du die Elemente hier breiter machen? So. Weil da würde ich eher noch auf mehrere Elemente dann gehen. Aber ich finde den eigentlich so gut. Man könnte halt überlegen, ob man dann wie beim anderen Wolf hier quasi noch so welche so Texturen draufhaut, dass es so ein bisschen buschiger aussieht. Das könnte man höchstens noch machen. Aber da probiere ich mal rum. Nein, den Schwanz an sich. Aber wieso denn breiter? Meinst du dann, also theoretisch so, oder was? Also jetzt nicht so extrem, aber nee, also ich finde, der passt schon so. Hat der Wolf nicht den längsten aller Mobs? Ist jetzt plötzlich im Chat los hier. Timsk09, vielen Dank für dein Sub, für dein Abonnement im zweiten Monat. Herzlich willkommen, lieber Tim. Und 00 Kneckebrot. Hi Bergmann, bin gerade in Tokio und wollte fragen, ob du als versierter Japan-Kenner irgendwelche Empfehlungen hast. Boah, also wo warst du denn schon überall? Akihabara ist natürlich eine nice Nummer, wenn du Bock hast, so ein bisschen mal auf Videospiel-Tour zu gehen oder Animes, was jetzt für mich weniger war, aber das sind auch die ganzen Stores. Wo man mal schön ein paar gute alte Retro-Games shoppen kann. Nicht wegrennen ist ein sehr guter Tipp, genau. Wenn du im Golden Guy in Shinjuku zufällig in die falsche Gasse gehst. Ansonsten natürlich Omoide Yokosho, diese Piss Alley auch weniger schön genannt. Auch in Shinjuku, direkt quasi Bahnhofsnähe. Das ist halt diese lange Straße, diese Gasse, lange Gasse. Wenn du da noch nicht warst, sofort hin da. Da gibt es halt auch einfach 1000 Restaurants. Immer diese kleinen Läden, wo du super geil was futtern kannst. Wo ich aus Versehen Schweineuterus gegessen habe. Weil ich dachte, das wären meine Chicken Balls, die ich eigentlich bestellt hatte. Das ist sehr nice. Und von der Straße, von der Gasse, ist es zum Golden Guy auch nur 10 Minuten ungefähr, und das ist quasi so das Barviertel, Bar- und Rotlichtviertel. Und da ist auch das Stream-Intro entstanden, wo ich am Ende die Treppe runtersteppe und dieser Cocktail gemixt wird und so. Da warst du eben gerade und fand es fantastisch. Oh, wie nice. Oh, wie cool, dass du gerade da bist. Ich freue mich mega für dich. Wie cool. Wie lange bleibst du noch? Aber das sind jetzt auf jeden Fall so die ersten Stationen. Die Ginza natürlich ist auch arschgeil. Auch super zum Shoppen geeignet. Aber das sind auf jeden Fall so die Basics. Ja. Rotlichtviertel wichtig und richtig. Ja, gibt's ja da offiziell auch gar nicht. Aber man kann auf jeden Fall sehr, sehr gut trinken und kommt auch eigentlich, weil es eben so klein und eng ist, auch gut mit anderen Leuten ins Gespräch, wenn man da Bock drauf hat. Ja.
Aber ihr könnt sofort jetzt hier reinsteppen und mitgehen. Komm, wir besuchen alle Knäckebrot. Vielleicht finden wir ihn ja hier irgendwo. So. In der Innenstadt rumpöbeln und Einheimische Betrunkene belästigen macht auch richtig Spaß. Ich nehme an, du spielst an auf... na, wie heißt er nochmal? Dieser fürchterliche Mensch. Na, ist auch egal. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Bin noch bis Donnerstag in Tokio und fahre dann noch für 7 Tage nach Osaka und Kyoto. Arschgeil. Ey, freue ich mich wirklich sehr für dich. Hast du in Osaka schon irgendwelche Stationen? Wenn ich das nächste Mal in Japan bin, zählt das auf jeden Fall auch dazu. Ich habe auch schon geplant für nächstes Jahr. Kada! Den meinte ich nicht. Weil nächstes Jahr, saugeil, nämlich sowohl die Star Wars Celebration in Tokio ist, als auch die Expo, die internationale Weltausstellung in Osaka. Und da freue ich mich mega drauf. Als jemand, der 2000 jung genug war oder überhaupt schon lebte, die Expo in Hannover damals miterlebt haben zu dürfen. Ich fand das großartig. Gibt es übrigens auch eine ganze Reihe von sehr geilen Werbeclips mit Verona Poth und Pierre Ustinov, Peter Ustinov. Ja, du wirkst richtig frisch neben diesen Bäumen. Ups, was haben wir denn da? Was damals die Niederlande sind nicht sehr groß, mein Kind. Ich weiß. Und ihr Marketing-Gag war? Ist so klein. Sehr klug. Deshalb haben sie hier die Natur gestapelt. Da wird's aber eng für die Natur. Die bräuchte doch viel mehr Platz. Kluger Satz. Dankeschön. Alter. Das passiert ja aber nur auf der Expo. Na klar. So waren die 2000er. So waren die 2000er. Das Großartige für die Leute, die internationalen Weltausstellungen nicht kennen, es kommen halt so gut wie alle Länder kommen halt zusammen, um in ihren Pavillons ihre Kultur, ihr Land vorzustellen. Und das ist halt total cool, weil ich weiß noch, wie ich da als kleiner Junge, wie alt war ich da? 2000. Da war ich 10, 11 und man hat so einen Reisepass bekommen. Und konnte dann quasi in diese Pavillons, nicht zu verwechseln übrigens mit Dumplings, konnte da reingehen, sich das alles angucken und sich dann quasi einen Stempel des jeweiligen Landes in den Pass reinstempeln lassen. Und das war so cool. Und da freue ich mich total drauf, das nächstes Jahr dann in Japan zu sehen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel für die Weltausstellung, für die Expo, dass damals auch eigentlich irre, der Eiffelturm gebaut wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Dass der Eiffelturm eigentlich gedacht war, Herr Eiffel, als Gimmick für die internationale Weltausstellung und dann wurde aber gesagt, ach komm, jetzt haben wir da irgendwie ein paar Jahre dran rumgebaut, dann bleibt das jetzt auch. Weltausstellung, ja. Ja. Da wurden einige Sachen für gebaut, also von der Weltausstellung, für die jeweiligen Weltausstellungen. Einige Wahrzeichen, so ist es richtig. Coolio, ey, auf jeden Fall viel Spaß dann in Osaka und Kyoto. Das klingt richtig gut. Und halt uns gerne auf dem Laufenden, wenn du wieder da bist. Berichtest du noch mal ein bisschen, was so deine Highlights waren. Okay, also, ich überlege jetzt mal ein Päuschen zu machen. Ich weiß, ich habe nicht so viel geschafft, aber das, ich muss mich auch erstmal wieder an diese Coworking-Streams gewöhnen. So richtig produktiv bin ich da noch nicht. Aber ich werde erstmal was futtern. Und dann, wie gesagt, gucken wir mal, ob ich vielleicht sonst einfach in einer Stunde nochmal den Stream anschmeiße oder um 20 Uhr. Oder die Option gibt es aber auch, dass wir uns vielleicht sogar dann erst morgen hören, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, hatte ich ja gestern schon gesagt, vorhin, als ich den Stream angefangen habe, ob ich heute Abend da bin. Deswegen, wie gesagt, heute früher angefangen. Und dann gucke ich mal, wenn ich nicht mehr streame, dass ich trotzdem zum nächsten Stream ein bisschen mehr schon vorbereitet habe. So, okay. Stream Dominik. Kann ich euch rüberschicken zu Dominik? World Editor ist doch Marktexperte. Ja, aber der antwortet mir nicht mehr. Deswegen
Das ist vor allem das Erste, was ich jetzt mal versuchen werde, bis zum nächsten Stream zu klären, dass wir mal ein kleines Bauteam irgendwie haben. Also Leute, ey, vielen, vielen Dank für euren lieben, lieben Support, auch schon zu so früher Stund, zumindest für die Verhältnismäßigkeit der sonstigen Streams. Liebe, liebe Grüße auch an die Moderatoren. Vielen Dank, dass ihr heute hier so fleißig mitgeholfen habt. Vielen Dank natürlich für eure Donations, Subscriptions, Follows, Bits und natürlich wie immer eure zahlreichen netten Worte. Wir gucken uns noch ein letztes Mal an, welche Rolle genau Jack Black eigentlich im neuen Minecraft-Film übernimmt. I am Steve. Nice. Und oh Gott. und dann würde ich sagen, jetzt kommt noch ein kurzer Abspann. Und dann, ja, wie gesagt, bis nachher oder allerspätestens morgen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Bis dann, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ich finde den Knopf nicht. Und Jakob, hi, kommt jetzt gerade rein und ärgert sich, glaube ich, dass der Stream schon vorbei ist. Bis später, ciao.
Das ist heute wirklich... Ah ja, nein. Schade. Oh. Boss, the girl's finished. What? Boss, the girl's finished. Is it clean? Not quite, boss. A problem. What? Bonnie and Brad Detective Agency? Shit! It's Brad again. Zumindest hat er einmal kurz reingeschittet. Leute, also sorry für alle, die jetzt erst so nachträglich reinkommen. Wie gesagt, heute ein bisschen früher angefangen, weil es so eine 50-50-Chance ist, ob ich heute Abend um 20 Uhr da bin. Sonst schaut gerne den Stream nach. So richtig viel haben wir noch nicht geschafft, aber wir haben zumindest schon mal uns besser organisiert, würde ich sagen. Ja, wir hören uns entweder heute Abend oder sonst morgen auf dem Discord. Gibt's sonst mehr Informationen. Fantastischen Freitag für euch. Bis dahin. Tschüss. Herr Bergmann.